So, hallo und willkommen zu der Folge Minecraft, Master Builders hier. Okay, was gibt's hier? Spielehalle? Spielehalle wäre relativ cool eigentlich. Apokalyptisch, Karneval, Insel, ja, Insel wäre auch cool. Was ist das? Apokalyptisch, okay. Ich habe eine kleine Idee, also was heißt eine kleine? Ich habe eigentlich eine richtig gute Idee hier für apokalyptisch. Ich glaube, ich brauche eine kleine Stadt, die komplett, okay, was, ja gut, was heißt apokalyptisch? Ich glaube, ich brauche so eine kleine Stadt, die hier komplett, kaputt ist und verwachsen. Dass irgendwie Zombies so rumrennen oder sowas. So, hier ein kleines Haus hin. So, einfach ganz schnell hier ein kleines Haus bauen. Weil wer hier das nicht weiß, wir spielen hier auf den guten alten Hypixel-Server. Wir spielen auch im Pro-Modus. Das heißt, es gibt auch solche Pro-Tools. Aber im Prinzip kann ich hier noch so machen. Dann kann ich so machen. Bam, bam. Kann ich machen das und bis das hier. Kann ich, oh, oh. Das und das. Oh, eine Sekunde warten. So. 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 Dann kann ich machen so. Dann kann ich so machen. Nachher ist es hier ausgewählt. Das heißt, ich kann wieder so machen. Nachher so und so und so und bam. Also eigentlich geht es relativ easy hier. Das mit den Pro-Dings. Pro-Tool-Reduce. So, alrighty. Apokalyptisch. Wenn man schon apokalyptisch. Ich glaube, apokalyptisch heißt irgendwie so eine Apokalypse wie irgendwie ein Riesentornado oder ein Meteoreinschlag. Oder ich glaube, apokalyptisch denken aber die meisten an hier solche Zombie-Filme oder so, irgend sowas. Deswegen baue ich auch so ein verwachsenes Haus, verwachsenes Stadt mehr oder weniger. Alright. So, bam, bam, bam. Ich habe gerade irgendwie so ein Ambient-Geräusch gehabt. So, sorry, dass ich gerade irgendwie nicht so viele rede. Weil, ich will es hier wirklich richtig cool bauen hier. Dass es so ein kleines Loch ist. Dass es auch so ein kleiner Tisch ist. Dass irgendwie alles so verwachsen auch ist. Ich glaube, ich werde es nicht so gut hinkriegen. Ah, ich weiß nicht. So. Ah, ich weiß es nicht, ob ich das hinkriegen werde. So, bam, bam, bam. Es ist nämlich relativ zeitaufwendig, hier sowas zu bauen. Leaves. Wines heißt das hier. Gute, guten alten Wines hier. So, ein bisschen, das so aussieht, als würde es so. Dann brauche ich noch Torches. So, Glas. So, bam, bam. Door. Kann ich auch. Eine Tür kann ich auch noch reinplatzieren hier. So. Stairs. So eine kleine Straße hier. Kann ich auch noch machen. Ich glaube, ich mache zuerst mal hier so eine kleine Straße. So. Also so eine Straße, so eine Art. Das ist so eine verwachsene Straße, wo schon Gras und alles wächst hier. Dass hier so eine kleine Kreuzung nachher ist, irgendwie. Schau ich, dass ich das irgendwie so hinkriege. Alrighty. So, ja gut, ich bräuchte halt wirklich mehr Zeit hier, dass ich sowas baue. So ist halt echt zeitaufwendig, so sicher apokalyptisch oder so. Ja, man kann einfach einen Zombie bauen oder so, aber ich bin halt nicht so einer, dass der einfach so einen Zombie baut und doch irgendwie sich zufrieden gibt. So White, so eine Wolle kann ich nachher auch noch bauen hier. White Wool Reducer. Alright. So eine kleine Straße irgendwie. Was soll irgendwie? Oh, ich kann ihn manchmal nicht platzieren hier. Alright, so. Alrighty, die mighty deity. So, dann habe ich die Straße eigentlich hier gleich fertig. Ich hoffe, die wissen hier, was. Also, die können das hier andeuten, dass es eine Straße ist. So. Alright. Aber doch, ich glaube, man kann es erkennen, dass hier so eine kleine Straße ist.
Alright, so, ich mach nachher auch noch so einen kleinen umgefallenen Dings. Wenn sich's hier ausgeht, dann auch noch Zombies hier. Alright, so, ich weiß nicht, ob ich überhaupt die komplette Stadt hier gleich baue. Vielleicht baue ich noch ein Haus hier oder so. Alright. Die Straßenenden-Dings muss ich, glaube ich, ein bisschen hier wieder so machen. Dann brauche ich noch Gravel. So, wie gesagt, wer sich nicht so gut im Bauen auskennt, wie gesagt, da können meine Masterbuilders-Dings, ich gebe hier immer hin und wieder Tipps hier. Zum Beispiel hier einfach relativ viel Details hier reinmachen. Das ist einfach richtig gut hier. Solche Details einfach in die Bauwerke reinmachen. Ich soll noch irgendwie Gravel reinmachen. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. So. Bisschen Gravel Aridino. So, ein bisschen Cobblestone auch noch. So, als richtiges Detail. Aber ich glaube, man erkennt schon doch. Ich glaube, ihr würdet schon erkennen, dass es ja auch eine Straße ist. Es ist, man muss schon erkennen, hier, dass es eine Straße ist. Hoffentlich erkennen es die anderen Leute hier. So, ist ein bisschen unsymmetrisch, aber. Das war schon. So. Dann baue ich jetzt auch noch ein Auto. Yellow. Und hier Glas. Das ist ein kleines Dings. Auto hier. Und Coal Block. So ein kleines Auto hier, dass es stehen geblieben ist. Oh, okay. Ich mache so einen kleinen Pickup Truck, mehr oder weniger. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege hier. Ein kleiner Pickup Truck hier. So, bam, bam, bam. Und vorne auch noch so. Alright. So einen kleinen. Nicht Pickup. Doch, ich kann eigentlich so einen Pickup-Truck bauen, so einen kleinen. So Slabs. So. Okay, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Alright. Doch, das passt hier schon. Jetzt brauche ich noch Item-Frames. Item Frames. Bed. So kann ich Battery Do machen. Alright. Oder Glas. Kann ich auch gleich. Kannst du Glasscheiben reinmachen? Und die roten Glasscheiben. Und hinten rote. Oh, oh, so ist. Hat gerade irgendwie gebuggt. So. Und hier kann ich auch noch irgendwas reinmachen. Irgendwie Iron Bars oder so. Sieht's gut aus? Doch, ich glaube, das sieht gut aus. So. Hat da irgendwie noch Stairs oder so hin? Dann eine Tür. Und hier auch noch kleine Dings hier rein. Das funktioniert hier. So, alles gut, alles gut eigentlich hier. So, und hier, alright. So, jetzt baue ich noch schnell die Natur eigentlich. Ich glaube, ich baue nicht mehr hier wirklich. Oder Spruce Wood. Kann auch hier irgendwie das Biom hier irgendwie. Nee, das Biom kann ich hier irgendwie auf Sumpf hier ändern, dass alles so grün wirkt. Dann baue ich so. Alright. Nein, ich bug hier schon wieder. Oh oh. Manchmal bug das hier irgendwie. Alright. Nachher platziere ich noch hier irgendwie Zombies. In der Hoffnung, dass ich das irgendwie schaffe hier. Genau, es muss auch Nacht sein. Grundstückszeit. 6 Uhr vormittags. Nee, 6 Uhr vormittags. 12 Uhr nachmittags irgendwie. 12 Uhr. Achso, das wird schon passen hier. So. Ich glaube, der umgefallene Baum geht sich, glaube ich, nicht mehr so wirklich aus. Aber die Zombies muss ich noch eigentlich hinkriegen, weil wegen apokalyptisch. Okay, der Baum will nicht. Oh ne, ich bug schon wieder. Oh oh. Okay, ich habe gerade schon wieder bugt hier. Nein, eine Minute ist nur mehr übrig. Okay, dann muss ich jetzt schnell sein. Okay, so. Bam, 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 bam. Alright. So, jetzt muss ich schon Zombies hinplacen. NPCs. Ich mache mal Frankensteins überall hin. Überall Frankensteins. Oder gibt es irgendwo Zombies? Ich mache auch überall Frankensteins hin. Ich glaube, das wird schon hier passen. Oder geile Skeletten-Dings noch. Und Redstone hier.
So. Das hier, so ein toter Skull liegt und sowas. Das wird schon passen irgendwie. Hier noch ein bisschen Baumüll, überall hin. Ah, doch, das wird schon passen, das wird schon passen eigentlich. Das ist echt relativ cool hier. Ein paar Zombies. Apokalyptisch. Ich glaube nicht, dass es wirklich apokalyptisch ist, aber es kriegt einen Kacker. Ich meine, ja. Ich weiß nicht wirklich, was. Ich glaube, der hat auch nicht gewusst, wirklich, was mit apokalyptisch hier gemeint ist. Ich habe irgendwie gemeint, dass die Zombies und sowas. Aber Frank. Ich glaube, richtige Zombies kann man auch nicht platzieren. Ich glaube, Frankensteins kommt am ersten hin hier. Alright, was ist das nächste hier? Leute, was hat der Bot? Was hat der geschrieben? Stuardave? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, der hat immer hier eine. Es kriegt super Kacke. Das Report und Reported. Weil hier baut man einfach nichts, irgendwas. Ist auch apokalyptisch, der hat immer irgendwie eine Bahn oder sowas baut. Super nice. Wenn das wieder gewinnt hier. Weil meistens gewinnen sich ganz schlechten. Was ist meins hier? Legendary. Oh ne, ich schreibe lieber nicht hier. Aber es ist relativ cool, finde ich. Gibt mir alle gut. Ich hätte noch machen können, dass es hier regnet oder so. Aber ja, ja, es finde ich nicht bad. Die gibt mir ja alle gut. Deine Legendary Game, glaube ich. Okay, oh, es laggt hier. Oh, wäre hier richtig viel. Oder der hat Zombies hier gebaut, aber gut. Ich weiß nicht, wie der hier Zombies gebaut hat. Ja, es kriegt Kacke. Es ist halt wirklich, hier ist alles leer. Ich habe wenigstens alles hier gefüllt hier. Ja. Es kriegt Kacke. Neue Sterne stellt sich hier dazu. Jo, mei. Alright. Ich könnte echt gewinnen. Okay, der eine, glaube ich, überall Legendary. Ja, okay, genau. Aber so eine Stimmung ist gut gewesen. Aber warum leckt sie jetzt so? Es kriegt Kacke, weil für die Zeit ist halt richtig dumm hier. Slal. Apokalyptisch. Okay, das kriegt ein okay wegen dem hier. So ein Hazard-Ding, so wie man das nennt, so ein. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Wie so ein Typ hier mit so einem. Als wäre so eine Atombombe, die sowas explodiert. Das ist gut, was ist das hier? Lol, warum laggt sie jetzt so? Sorry für die Lags. Lol, das ist gut. Das ist gut. Lol. Das ist so ein von. Wenn eine Rakete einschlägt, so ein Teil hier. Die. Lol, das ist gut gemacht. Ich wette, das gewinnt. Lol, aber das ist echt eine gute Idee, apokalyptisch hier. Das ist so der Rauch, der nach oben geht, wenn so eine Bombe einschlägt. Lol, aber das ist richtig gut gemacht hier. Was ist das hier? Eine fliegende Insel? Sorry für die ganzen Lags hier gerade, ich weiß nicht. Es liegt am Server nicht an, definitiv nicht an mir hier. Ich sehe die links oben hier die FPS gerade. Weil ihr auch wolltet hier, dass ich die FPS mal zeige. Jein. Es kriegt Kacke. Weiß nicht, was jetzt gemeint ist direkt. Leute, es gibt nur zwei Erfahrene hier. Ich bin einer da vorne, so. Immerhin hier, lol. Oh, es laggt schon wieder. Was ist das hier? Wolle? Ich weiß nicht, was das hier gemeint. Ich glaube, einfach so irgendwie. Lol, brennt die Wolle ab? Es kriegt. Okay, ich glaube, der meint auch so. Wo alles hier brennt. Also, oder meint er das Klima hier, dass sich das Klimawandel. Es kriegt okay. Ich glaube, so ein Klimawandel, dass hier alles verbrennt. Oder ich weiß nicht, was er meint. Das ist auch cool. Das ist auch gut gemacht hier mit dem Dings. Das ist Wasser. Mit dem Biom auch noch. Das kriegt auch ein Gut. Oh nein, warum leckt die ganze Zeit? Okay, die Glasscheiben sind jetzt nicht so gut platziert. Ah nee, doch, die sind gut platziert, aber das ist irgendwie verbuggt hier auf dem Server. Ist auch Wasser. Hm, ja, das ist eigentlich gut. Use Swap beyond to get green water. Ja, das ist auch noch gut hier. Oder was ist das hier? Ja, die Straße dazu das ähnliches gemacht wie ich, aber ja. Dass das Auto direkt kaputt ist, das kriegt ein okay. Ich weiß, hab halt jetzt nicht direkt gewusst in den 30 Sekunden oder 20 Sekunden, was ich noch gehabt habe, wie man hier die Zombies hier macht. Aber der hat auch die Straße hier ein bisschen Dings gemacht. Aber er hat Kakteen, das kriegt halt ein okay hier. Alright, was ist das nächste? Auch Autos und sowas, ja. Ja komm, die Straße, dass die Reifen und die Straße komplett gleich sind, ja. Es kriegt Kacke. Ich meine, das ist ein gut gemeintes Kacke. Fast dann okay, aber ja, ist halt relativ. Hier ist nichts.
muss halt hier kompletten Plots hier einfach alles voll haben. Dann ist das halt gut hier. Leider haben wir jetzt sogar Goldrüstung, da steht hier noch rein. Was ist das hier? Eine Spitzhacke. Oder was soll das hier sein? Ich weiß es nicht. Achso, das ist irgendwie so ein Zombie-Dings. Wo man leckt die ganze Zeit. So ein Zombie-Ding. Das kriegt auch okay. Oder ist das so ein... Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich ist es irgendwie eine Bombe. Ja, es soll, glaube ich, eine Bombe oder irgendwas darstellen. Denke ich. Ich glaube, es ist irgendwie so eine Festung und sowas. Was steht hier? Global Warming. Achso, okay, Global Warming. Ja, das ist auch gut. Ja, es kriegt Kacke eigentlich. Ich meine, das gut gemacht. Es geht kacke, weil es ist halt wirklich nicht. Es ist halt nicht wirklich was gemacht hier. Giobel. Ah ja, ja, Giobel. Giobel. Na lol, ich hab gewonnen schon wieder, lol. Levelaufstieg, ich bin sogar ablevelt. Hab Pixel Level 16. Mit 53 Punkten. Ja, knapp dran hier an den anderen. GG. Aber es war wirklich cool hier. Mit ein paar Frankensteins. Ja, dann würde ich mal sagen, hier, das war's für die Folge Master Builders und die Welt leider gar nicht. Aber jetzt, ja, lasst ein Like und ein Abo dafür mehr Minecraft und Master Builders. Und, ja, würde ich sagen, kommentiert und lasst ein Like und ein Abo da. Und ciao.